Hallo, Kurzöse hier heute mit einem neuen App für PowerPoint, nämlich GeoGebra App für PowerPoint. Ich habe euch schon das letzte Mal gezeigt, wie man mit Office Mix GeoGebra einfügen kann. Es ist relativ einfach. Man braucht nur mit diesen Labor-Apps dann GeoGebra einfügen. Auch das ist jetzt neu im Mix sofort vertreten. Also irrsinnig praktisch. Aber es geht auch ganz einfach schnell ohne Office Mix, indem man hier in den App Store geht und nach GeoGebra sucht, und ich habe das schon eben installiert, und es schaut dann so aus, dass dann sofort ein App-Fenster in die GeoGebra-Folie integriert wird, in die PowerPoint-Folie, Entschuldigung, integriert wird, den man dann wieder anpassen kann, und man sieht schon, diese GeoGebra-App schaut ziemlich genauso aus, wie man es eben gewohnt ist. Man hat hier sogar noch ein Menü, wo man verschiedene Dinge öffnen kann und Perspektiven und Einstellungen ändern kann. Aber ich habe jetzt da wirklich interaktives GeoGebra in PowerPoint drinnen und kann damit meine Konstruktionen machen. Ich mache vielleicht wieder die klassische Konstruktion mit dem Höhenschnittpunkt. Und schon haben wir, Entschuldigung, nicht der Höhenschnittpunkt. Und schon haben wir hier interaktive Möglichkeit, mit dem GeoGebra-Applet zu spielen, zu basteln. Also sehr, sehr, sehr mächtig, kann da sehr tolle Konstruktionen jetzt direkt in PowerPoint machen. Schauen wir uns das Ganze an, wie das vielleicht dann auch in der Bildschirmpräsentation aussieht. Ab aktuelle Folie. Und dann sieht man schon, ich mache das jetzt da ein bisschen größer, dass auch wirklich hier interaktives GeoGebra in der PowerPoint-Präsentation vorhanden ist, und somit kann ich eigentlich einen tollen Unterricht gestalten, wo ich zuerst vielleicht Input präsentiere und dann gleich auf der nächsten Folie mit einer PowerPoint-Präsentation mit inkludierten GeoGebra eigentlich weiterarbeite. Also sehr, sehr praktisch, und ich hoffe, es wird eingesetzt, weil eben PowerPoint doch sehr ein verbreitetes Werkzeug ist in den Schulen. Muss natürlich PowerPoint 2013 sein. Dankeschön fürs Zuschauen und bis später.